Hallöche Popöche und ein herzliches Willkommen. Hier ist wieder euer Pulsar. Schön, dass ihr am Start seid heute mit Ballon auf Abwägen. Das ist ja mal eine lustige Missionsnamen. Wir müssen Radiotürme bauen, um den Startplatz zu finden. Ja, baue Radartürme in einer plus 40er Zone in erfolgreichen Missionen. Deswegen gehen wir jetzt einfach Ballon auf Abwägen spielen. Alter, ich bin so gespannt. Müssen wir mal gerade gucken. Es wird hier vorgeschlagen, den Schutzbunker evakuieren. Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige Mission dafür, ja. Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige Mission für diesen... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Denn wir müssen ja, wie gesagt, diese Türme bauen, diese Radiotürme. Und ich hoffe, da gibt es genügend. Also es gibt ja so bestimmte Stellen, wo es mehrere Radiotürme gibt, da in verschiedenen Formen, also in Metall, in Holz. Und drei Radiotürme müssen wir bauen. Da vorne sehe ich schon den ersten, tötet den Imitator, das lassen wir mal schön außen vor. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. So, und dann ist wieder hier Bob der Baumeister angesagt, würde ich vorschlagen. So, was müssen wir hier machen? Oh. Da müssen wir bauen, da müssen wir bauen mit, so, und zwar mit Metall, ne? Ist das richtig? Ja, das ist mit Metall. Dann bauen wir hier hin, dann machen wir hier, nein, das war falsch. Dann muss ich mich hier von der anderen Seite ranwagen. Also, ihr kennt das Spiel, ne? Das Spiel kennt ihr ja schon, deswegen bauen wir jetzt, Deswegen schlage ich vor, bauen wir einen Turm gemeinsam, ja? Weil das heißt ja sonst langweilig für euch. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ihr seid ja absolute Pros. Nein, das war falsch. So. Ihr wisst ja natürlich, wie das funktioniert. Deswegen machen wir das jetzt, wie gesagt, einen Turm exemplarisch zusammen. Und dann baue ich den Rest alleine. Ja, bin ein armer Hanswurst. Muss alles alleine machen. So, das bauen wir hier hin. Was ist das denn? Okay. Also, ihr wisst, denke ich, wie das Spiel funktioniert, beziehungsweise wie der Hase läuft natürlich. So. Hier brauche ich den Ganze. Und dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal rein und bauen dort in der Mitte eine Treppe. So, Treppe baut sich aus Schrägen. Dann müssen wir die Schräge auswählen. Wir müssen diesen hier machen. Das Teil baut sich auch aus einer Schräge. Nein. So, bearbeiten. Ist das richtig? Nee, ist falsch. Alla. Nicht jetzt. So. Nein. Habe ich das richtig gebaut? Mit mehr Glück als Verstand. So, hier müssen wir was anderes hinbauen. Ich mache das immer falsch. Ich mache jedes Mal. So, hier kommt... Hier muss das weg. Damit das hier richtig sitzt. Hier muss das Gegenstück ran. Da kann ich auf eine andere Seite laufen. So, das kann ich nämlich so machen. Ach, hier muss ich nochmal das andere anpacken. Nämlich das da. Nein. So, das kann hier drauf. Dann muss ich wahrscheinlich wieder eine Treppe bauen. Oder was muss ich hier machen? Nein. Ah, wie praktisch. Dann kann ich nämlich gerade hier verwenden. So, dann. Kann ich das hier hinbauen? Kann das hier hinbauen? Oh, Vorsicht. Hier muss ich einen Zweier, also eine Bodenplatte aufbauen. So, hier nur ein Dreier. Nice. Hier kann ich wieder eine einzelne Schräge machen. So. Hier eine einzelne Bodenplatte. Ach, wie schön. Hier eine Dreierbodenplatte. Dann hier eine Dreierbalustrade sozusagen. Dann hier... Ich hoffe, für euch ist das Prinzip klar, wie das Ganze funktioniert, ne? Also ich denke, das dürft ja... Ihr seid ja Profis oder sowas. Ihr habt das Ding bestimmt schon viel schneller zusammengebaut als ich. Und guckt euch das Ganze jetzt euch an und denkt, Alter, der Pulsar, das ist so ein Trottel, der kann gar nichts. So.
Aber. So, für mich ist das immer noch Übungssache. So. Oh. So, hab ich's jetzt. Nee, wo fehlen denn auch Sachen? Das... Oh! Junger Mann! So, Entschuldigung. Und ich glaube, das wird nix. Nicht jetzt. Nein! Das war dumm. So. So, wo fehlen jetzt noch zwei Sachen? Ach, Alter. Nice. Nice. Geht nicht. Doch, das geht, Junge. Dann mal los. So. Oh, das ist doch bitter. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Oh, danke. So. Nice. Alle zusammen, Ninja Stars und Beats. So, das haben wir. Das ist schon mal schön. Das heißt, einen von drei haben wir gebaut. Und dann würde ich vorschlagen, jetzt wisst ihr, wie das Ganze geht. Melde ich mich wieder, wenn es die Missionsbelohnungen gibt. Also einfach nur drei Radartürme in der... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. In der vorgegebenen Zeit bauen. Das natürlich... Die Schutzbunker-Aufladung habe ich gerade... Jo, da ist jemand raus. Das war sehr schlau. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, bevor ich jetzt hier abbreche. Ja, ja, komm. Mach mal halblang. Oh. Warte, ich will meinen Satz gerade... gerade noch ein bisschen zu Ende führen. Komm, geh weg. Was bist du überhaupt? Ein 40er, okay. Es ist natürlich nur gucken, ob das auch zählt, was ich hier gerade mache, ja. Wenn die 2 Minuten rum sind, ja, wir müssen ja eigentlich noch die Scheiße hier, Entschuldigung, wir müssen ja eigentlich noch das Ganze hier noch verteidigen, ob das Ganze dann noch zählt. Ja, ja, da fängt jetzt jemand mal an zu bauen, das finde ich schon mal sehr löblich. Das werden wir auf gar keinen Fall schaffen, Freunde. Wir sind jetzt einer weniger. Und ich glaube, es heißt ja in der Missionsbeschreibung, wir müssen das eine erfolgreiche Verteidigung bauen, ja. Und ich, wenn wir das Ganze jetzt hier nicht verteidigen können, gemeinsam, dann hat das gar keinen Sinn. Dann ist das total strulli. Holz kann ich noch ein paar gebrauchen. Und ich habe jetzt, pass auf, Freunde, ich habe gerade mal einen Turm gebaut. Wir haben nur in zwei Minuten bekomme ich das ja nicht hin. Nun ja. Freunde, ihr wisst natürlich dann, wie das läuft, wie der Hase laufen wird. Da werden wir natürlich dann zu zweit. Okay, alles klar. Dann, wie gesagt, melde ich mich gleich wieder. Ist das ätzend, wenn wir es dann hoffentlich geschafft haben. Bis gleich. Boah, Alter, ich bin gerade zu Boden geworfen. Komm, regenerieren, los geht's. Direkt drauf. Alter, wir machen ja gerade eine Mission, die eigentlich... Ja, schon wieder der Schild runtergeschossen. Nice. Wir machen ja eigentlich eine Mission... Scheiße. Eigentlich eine Mission, die für 4 Personen gedacht ist. Aber wir haben noch 30 Sekunden zu überleben. Das schaffen wir irgendwie. Ich muss nur irgendwie überleben. Ich muss nur irgendwie die 11 Sekunden überbringen, Alter. Bin down. Komm schon. Der Atlas wird angegriffen. Dreifache Bedrohung. Atlas Dreifachsieg. Wir haben's. Oh. Alter, ich dachte gerade schon, das war's komplett. Aber wir haben es geschafft. Alter. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich dachte schon, okay, weil ich tot bin, bin ich gerade rausgeflogen. Aber wir haben es geschafft, oder? Bitte, komm, Spiel, lass mich nicht hängen, Alter. Lass mich nicht hängen, Freund. Komm, fortsetzen. Jetzt bin ich gespannt. Gut, die Belohnung fällt jetzt nicht so hoch aus, ist natürlich klar. Aber, ja, Dragon Master, Alter.
bin ich nochmal draufgegangen in den letzten Sekunden. Ich hätte mich sollen einbauen, ich Idiot. Ich mach's, ich vergesse es einfach jedes Mal. Ich vergesse es einfach jedes Mal. Ich bin so ein Depp. Ich vergesse es einfach. Es ist... Naja, wir haben es geschafft. Und das Gute ist, Alter, nice. Ich habe sogar die ganze Mission geschafft. Wir haben die Koordinaten. Tolle Arbeit, Kommandant. Lauf! Schatzsuche Phase 6. Nice. Loks Monster Wasser. Sehr schön. Eine Umwandlungs-Nahkampf-Skizze. Perfekt. Das heißt, in der letzten Runde habe ich noch die gerade die zwei verbleibenden... Was macht dich so wütend, kleiner Roboter? Du musst bitte etwas überfliegen. Ich sende jetzt die Koordinaten. Wonach suche ich genau? Diese Koordinaten. Aber wonach suche ich? Man weiß es, wenn man dort ist. So funktionieren Koordinaten. Hey, ruf die Hunde zurück, kleiner Roboter. Ich bin auf deiner Seite. Entschuldigung, ich will einfach nur, dass dort etwas ist. Und lass mich es nicht verschreien. Jinx ist die nächste Mission, deswegen. Also, ich habe die drei Radartürme gebaut. Einen habt ihr gesehen, die anderen beiden habe ich in dieser Mission gemacht. Dann haben wir zu zweit, nach 40 plus 40er Mission, drei Atlasse verteidigt. Alter, heftig. Jedenfalls haben wir es geschafft. Wenn es euch gefallen hat, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Lasst einen Daumen da, Freunde. Seid aktiv. Helft mir dabei, meinen Traum zu verwirklichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus, euer Pulsar. Danke, ciao.